Ja, einen wunderschönen. Sorry, wunderschönen guten Abend. Oh. Er ist mir in der Sekunde ein Krümmel in die Tröte geflogen. Hey, Kamera, hallo? Do you like me? Not? Ja, vielleicht. Einen wunderschönen guten Abend. Wünsche ich, hat die Capture Card keinen Sound? Das, mal checken. Öfter mal was Neues. Ja. Mini. Ja, checken wir jetzt mal. Das wird schon gehen. Fox Desktop, ja, passt. Game. Der ist auch da. Liebe Capture Card, die funktioniert auch. So, wir machen jetzt erstmal einen neuen Char und dann gucken wir noch am Sound. Ich würde jetzt spielen mal Ranged und den nennen wir einfach Bogan. Aber kein Sound. Das fuchst mich ja schon wieder maximal. Why is this? Alles da. Ich check mal gerade, ob Local Sound da ist. Spotify. Oh ne, das gibt Mega. Machen wir gerade den Desktop Sound ganz aus. Spotify Player. Ich check mal gerade, ob ich hier Sound habe. Ich verstehe nicht, was jetzt hier los ist. Jo. Hier funktioniert. Ah, Kevin, ist kein Problem. Why is this? Check mal gerade die Card Settings. Mini. Die war schon ausgewählt. Hoho. Öfter mal was Neues. Okay. Ich wünsche einen schönen guten Abend nochmal. Willkommen bei Gametainment, willkommen bei Kalito und wir müssen mal einen neuen Char anfangen. So, der Sound ist real. Ja, Play. Warte mal, bin ich jetzt im... Ah, nein, bin ich im Private Game? Ja, Private Game, okay, gut. Vielleicht kommt ja der Kenji Nu noch dazu. Dadum. Creating Game, das dauert ja echt immer lange. Warte mal, ist das Mic an? Eigentlich? Ja, Tatsache. Machen wir das doch mal aus. Creating Your Game, ja, ich finde Private Game erstellen dauert einfach zu lang. Finde ich was komisch. Sprach es. Und schon war es fertig, fast. Eieiei. Das dauert echt lange. Ich muss mal, ich habe gar nicht mehr geschaut, seit wann Dings wieder online ist. Steam war ja relativ lange down gestern. Ja,
Interessant, das hatte ich beim ersten Mal gar nicht, glaube ich. Oder? Ja, mal ein bisschen Piu-Piu ballern. Wird schon schief gehen. So. Jetzt haben wir den Piu-Piu und noch irgendwas anderes. Okay. Muss euch alles selbst anlegen. Ja. Okay. Naja, komm, mit dem zum Verkaufen. So, wie schnell geht das mit dem Level? Ja. Hat Shift gedrückt, ne? Ja, genau. Okay. Könnte auch einfach von hier schießen. Ich hab jetzt gar nicht mehr nach den Patch Notes geschaut, aber es gab ja auch einen Patch für Walken. Erstmal ein bisschen was anziehen. Ich denke, man kann auf Dodge gehen. Schauen wir aber mal. Ja, ich freue mich unglaublich auf Freitag Division. Ich bin richtig heiß. Ah, dann kann man viel aggressiver spielen. Beta-Spitter, okay. Oh, die wollte ich mal mitnehmen. Was haben wir da? Ja, ein bisschen mehr Schild, aber das. Also ranged? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas ranged gespielt habe, überhaupt. Also selbst in Diablo auch nicht. Gerade ausgezogen, brauchen wir nicht. Okay.
Ich irgendwie macht das unheimlich Spaß, obwohl es ja so ein einfaches Game ist. Und vielleicht ja auch nur ein Diablo, und also nur ein Diablo, das ist ja schon deutlich mehr, aber es ist ein Hack'n'Slay. Spannend. Also das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß als der Nahkämpfer. Ah, wunderbar. Sehr fein. Ja, wir nehmen mal einfach alles mit. Kann man noch gucken. Kann man da gleich verkaufen. Ich möchte ohnehin noch 2 Pistolen. Bis 9, 6 bis 11, na, da ist der Longbow besser. Bam! Erstmal schön Talente vergeben. Bis alle down sind hier. Use your town portal for whatever you want to use it for. Questgeber. Wieder sind 2 bis 9, aber der hat Elemental Damage auf jeden Fall. Gut. Den kann man auf jeden Fall mal equippen, Rest verkaufen. Kiste, achso, ja, da könnte ich natürlich. Da habe ich zumindest schon mal 2 Pistolen. Wobei auch einen Bogen. Gucken, was wir spielen. Was nehme ich denn jetzt? Ich denke, Dodge Chance auf jeden Fall gut. Mal den erstmal auf. Oh. Und Attack, also Dodge und Attack müsste ich ja eigentlich nur noch Health or Resistance. Gehen wir mal voll auf Dodge und Attack. Und hier Attack and Casting Speed, Toughness, Wisdom. Na, ich will eigentlich hier auf Richtung Dodge, ne? Das heißt, wenn man so. Dodge, Dodge, confirm, okay. Accept Quest, los geht's. So ein bisschen weniger Paper Damage auf dem Bogen. Ja, vielleicht kommt der Kenji Nui hier noch, man weiß es nicht. Und dann morgen, übermorgen geht's halt richtig ab mit Division. Damit müssen wir wieder gut suchten, also Kenji Nui und ich werden ja wieder richtig gut suchten. Das wird richtig geil.
So, ich habe also jetzt mehr Dodge drin, mehr Elemente, also überhaupt Elemental Damage. So, der war gar nicht down, die Sau. Das war ein 9, alles klar, weiter geht's. Ja, so, Division mit der Vital Division mit super. Endlich Endgame, endlich Sets farm, Stats farm. Das wird so geil, das wird so toll. Denke ich, das wird richtig fein. Ich weiß jetzt noch zwei Tage, denke ich mal, gemütlich ein bisschen Wolken spielen hier. Das ist schon fein. Wenn Genu gleich noch kommt, dann geht das Level auch noch mal ein bisschen schneller. Wenn er kommt, ich weiß es nicht genau. Longbow Bandana. Gar keins am Start. Und wieder ein 2-9er Longbow. Gerade, wenn ich das letzte Mal Ranged Klasse in irgendwas gespielt habe, ich glaube, das war tatsächlich World of Warcraft. Hab ich irgendwann mal einen Hunter gespielt. Das ist auch schon richtig lange her. So Longbow, okay, jetzt wird es natürlich nicht viel geben jetzt hier so am Anfang. Schuhe, fein, aber gar keine. Zack. Ja. Eine Chest. Hallo. Sweet. Force Shield und Resistances. Nee. Irgendwie ist das ein sehr chilliges Game. Sehr geil. Also mir gefällt es halt total. Knockback. Gibt es eigentlich Knockback in dem Spiel? Knockback wäre jetzt eigentlich total gut hier. Heavy Zeug. Aber wir könnten mal. Attack Standard. Ich weiß nicht, ein bisschen braucht man ja nicht zwingend jetzt. Nicht zwingend ist gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir das mal so. Und hier jetzt auf 20% Dodge nochmal. Ja, Full Dodge. Und dann geht es halt immer in Paper Damage dann zum Austeilen. Bam! Ah, das Spiel ist fein. Ach, das Spiel ist so fein.
definitiv in meinen Augen viel Potenzial. Muss halt gucken, wann es endlich mal kommt. Das dauert ja auch schon was länger scheinbar. Oh, da ist eine Pistole. Okay, die könnten wir, also wenn wir zwei Pistolen kriegen, dann können wir sprechen nochmal. Ich muss natürlich mal ein bisschen den Dodge ausprobieren. Wir haben einen relativ hohen, einen verhältnismäßig hohen Dodge-Wert jetzt. So, bring the rest. Töten kann ich. Das kann ich. Kein Problem. Ich hab doch gedacht, die Skills wären irgendwie global, aber die Kiste ist nur global. Alles andere ist, genau wie bei Diablo, gesondert frei zu schalten. Ich denke, es lohnt sich schon, noch ein bisschen zu killen, weil man natürlich auch schnell questen kann. Auffallen. Guck mal, wie gut er dodgen kann. Geht. Dann ist die nächste Frage, wo ist das gecappt? Und dadurch, dass man so viele Skills für Dodge haben kann, wird das wohl relativ spät gecappt sein. Oh. So, dann, ja, ich denke, ich habe also schon Bock auf Pistolen. Ich finde dieses Pew Pew halt cool. Gefällt mir. Eine Brogans. Also Gris ist dieses Ding hier. Okay, brauchen wir nicht. Ja, das Skill macht doch zu wenig Damage. Da muss man jetzt dran arbeiten. Das geht gar nicht. Überhaupt habe ich, noch gar keinen zusätzlichen Skill gekriegt. Was ist da los? Gut gedodged ist halb gewonnen. Ja, wir wollen jetzt einfach nochmal eine vernünftige Waffe. Oder eine vernünftigere Waffe. Eine zweite Pistole wäre okay. Gerne auch blau. Auf jeden Fall macht mir das auch deutlich mehr Spaß als der Melee. Ja, das auf jeden Fall. Das Spiel werde ich beibehalten. Da werde ich auch mal immer wieder mein Auge drauf halten. Apropos Auge, das juckt gerade wieder. Scheiß Allergie, ich muss unbedingt mal zum Arzt checken lassen, welcher Baum jetzt was gegen mich hat eigentlich. Nie Allergiker gewesen und dann jetzt hier sowas. Die Natur einen fiesen 31er gemacht und mir für dieses Jahr, also eigentlich letztes Jahr schon, oder war es nicht wirklich schlimm, aber dieses Jahr ist wirklich ganz schlimm mit dem Schnupfen und so. Augen jucken, brennend, also super ätzend, ey. Nö. Ich frage mich nur gerade, lohnt sich das Gekille? Jetzt gerade mal auf die EP. Es gibt ja genug Quests eigentlich. Hol ich mir lieber die Questbelohnung.
Steht hier eigentlich auf der Pistole, wie viel? So vom Gefühl her lohnt es sich nicht, denke ich. Andererseits level ich halt gerade eigentlich auf verhältnismäßig schnell. Hallo? Ich gebe das Quest mal, aber gucken wir mal, wie viel die Questbelohnung ist, weil sonst machen wir lieber ein bisschen Power-Questing. Mal, wie viel gibt das denn hier? Oh! Ich habe gedacht, oh Gott, das erste war markiert und... Könnten wir auch einfach mal... Oh nein, das Geld ist auch nicht shared. I see that. Wir werden jetzt einfach mal für Jux und Dollerei die Pistole kaufen und dann haben wir hier ein bisschen mehr Damage und ja. Ne, es ist auch das, auch der Quatsch hier ist nicht account-wide. Okay. Hat das nicht irgendwer gesagt im letzten Stream, das bin wir account-wide, das ganze Zeug? Das muss man alles immer neu leveln. Oh, Equilibrium, Junge. Bam, 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 bam. Wenn das noch einer kennt, Equilibrium, man weiß es nicht. Ah, Junge, oberkörperfrei. Geht das doch gleich viel besser. Amen. Da fällt mir ein, ich hab vergessen, meine coole Perücke anzuziehen. Meine Tochter hat darauf bestanden, nochmal die He-Man-Perücke anzuziehen. Papa, du musst im Stream die Perücke mal anziehen. Das ist schon ulkig, ja. Alleine schon, weil es coole kleine Pistolen sind, ist nice. So, aber jetzt müssen wir mal reporten. So, zack, hier, Town Portal. Bei Text, boah, ich geh jetzt mal hier voll auf Agility. Agility. Was haben wir hier? Attack and Casting Speed. Agility Toughness. Ich möchte noch ein bisschen Dodge haben. Dodge und Maximum Health. Force Shield und. Bei der Dodge ist jetzt eigentlich gut. Dann könnte ich hier auf Agility und hier rüber. Ah, ja. Let's get these done. Gucken, wie viel EP gibt das jetzt? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich gekriegt? mit Melee nur und Stealth or Catalyst. Okay. Nutzlose Kaka. Level mal den so. Und ist das jetzt das gleiche, was ich habe? Nur in Blau? Ah ne, 4 Resistance.
Ja, es ist nur das in Blau. Bogen kommt auf 2, nein. Okay. Das gab, oh, es gab ein halbes Level. Ich denke, man gibt lieber schneller die Quests ab. Ja, ja, ich denke, Quest abgeben ist besser. Besser. Pew pew, Mother Earth. Junge, da merkt man direkt, dass der Crit erhöht wurde. Merkt aber auch, dass ich zu wenig Schaden mache. Sieht das so ein bisschen aus, woran erinnert mich das? Nackter Oberkörper, so ein komischer Helm. Irgendwas erinnert mich das. War das was von Stargate oder so? Oh ja, Eisschaden. Ach stimmt, wir haben Eisschaden auf der Waffe. Oh mein Lantern. Rudi am Boden, gib mir mehr als Gold. Warum habe ich nicht gleich einen Ranger gespielt, also eine Ranged Klasse gespielt? Mann, da muss ich ja los jetzt hier. Was ist das hier? Polins. Ah, Schüscher. Schüscher. Ja, du. All Resistance ist gut. An was erinnert mich das? Oberkörper frei, zwei Waffen, diese. Hast du ein bisschen was von. Nee, fällt mir bestimmt gleich ein. Oh, Schulter, ja. Oh ja. Also wollten, ja. Wir hatten es ja diese Tage schon mal diskutiert. Es ist halt, ich finde es mit 30 Euro für das, was man jetzt bekommt, fürs reine Spielen, glaube ich, ist zu viel. Wenn man allerdings Bock hat, die Entwickler zu supporten, dann sieht das wieder anders aus. Also ich bin jetzt einer, ich hätte die jetzt ausgegeben. Ich habe halt jetzt über die Gametainment-Redaktion den Key bekommen und kann sagen, das hat richtig Potenzial, das Spiel. Das ist halt richtig fein. Jetzt die Frage, wie schaut das Game in Summe dann aus, wenn es released ist? Und keiner weiß, dass es stand heute. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich nochmal einen schönen guten Abend. Wenn ich noch nicht begrüßt habe, der fühle sich hiermit begrüßt. Piu, piu, piu. Oh. Ja, der Kenji nur wollte einen Mage leveln. Das heißt, er könnte richtig fein einsteigen. Wir können zusammen zocken. Wenn er kommt. Oh, 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 da war ich vielleicht ein bisschen. So forsch. Ach so. Bogen-Yogis meiden. Schreibe ich in mein Tagebuch. Beziehungsweise Fokus. Fokus. Fokus bei den Bogen-Jungs. Die fallen ja schon gut und schnell. Noch irgendwas gekriegt hier. Schrott. Liegt hier noch was von Wert vielleicht sogar? Oh,
Ja. Der Rage Generator funktioniert wunderbar. Muss ich sagen, der kommt gut. Ne, ist aber okay. Hat sich der Umweg gelohnt? Sagen wir wenigstens wieder was Normales an. Ich überlege die ganze Zeit, woher mir das bekannt vorkam. Oh, warte mal. Immer auf 45, zack. Und wir hatten ja auch noch einen Punkt hier. Ich wollte rüber. Oh, Attack Speed, ja. Und dann kann man hier noch auf noch ein bisschen mehr Attack Speed rausholen. Und hier noch Agility, Attack Speed, ja, das ist geil. Ich brauche auch noch ein bisschen. Nachher mal gucken, wo gibt es noch Dodge? Na, das ist alles fein hier. Okay. Na, gleich mal gucken, was jetzt. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Not enough rage. Da müssen wir aber mal jemanden mir in den Kopf ballern. Shit. Keine Stamina. Guten Abend, White Trash. Einen wunderschönen wünsche ich. Fast 30, halb 29, ja geil. Dann bist du perfekt für, perfekt für Freitag gerüstet haben. Ne? Das ist cool. Mi gusta. Si, si, gracias. So, ich hau jetzt hier auch direkt ab. Oh, warte, die mal. Nein. Die möchte ich noch aufmachen. War nur Gold. Halb 29, ja. Ein Quest oder was auch immer. Ich freue mich mega auf Freitag heute. Mega. Sorcerer Row. Boah, hallo, Sweetie. Was haben wir denn hier? 10 Rage per Strike, Health Gen Material. Oh, Heavy ist eigentlich. Wobei ist eigentlich egal, ne? Agility. Wieso ist denn jetzt auf dem Heavy Agility drauf? Gut, so be it. Machen wir jetzt einfach rein. Was ist das hier für einer? Defense. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, haben wir auch einen Gürtel. Bei den Tippern steht ja dein Name. Ja. Der Beste. So, den Rest kann man verkaufen. Burly Fans, alles hier. Ich habe irgendwie Lust, mir was zu kaufen, aber eigentlich ist es ja Quatsch, sich was zu kaufen. Aber ich habe irgendwie Lust. Mir dann ja lieber einen Skill, ne? Das stimmt wohl. Was hat er denn hier überhaupt? Usable with melee, usable with daggers, bows and pistols. Was ist denn das hier? Throw a spinning dragon from the line. Damaging those caught in its path. Das hört sich gut an. Summon two blades that dash forward to the target, dealing single target damage. Do not dash if used in melee range. Der hört sich gut an. Ah, ich hab noch 1000, nehmen wir den anderen auch. Tuck.
Machen wir uns die nämlich hier. Phantom Blade. Oh Gott, ich muss das hier machen. Phantom Blades und Slayer's Fury. So, das war der Path und das. Okay. I see that. Und können wir drin mal upgraden. Und ihn auch mal einmal upgraden. Fein. Ach ja. Ich glaube, ich muss mal kurz was verändern. Na, ja, falsche Tastatur. Man kennt ihn. So, gib mir dem Quest, Brudi. Shoot me again, come on. Ah, das geht jetzt, okay. Ah, okay, der Dash ist nicht so cool, aber der ist gut. Vor allem geht der auf. Ah, sehr gut. So, das ist ein Stamina-Klau-Yugi oder was? Wasch, wie jetzt hier? Piu Piu, Mother F. Geil, das gefällt mir, der Skill. Der zweite Dashi-Yugi, Dingsi-Bumsi, da nicht so. Oh Mann, das ist so ein feines Game. So, ich level mal auf 30. Bis später. Ja, bis später. Und ich freue mich auf Freitag. Das heißt Event. Ja, WT5 wird geil. Dann können wir dich nämlich über den Clan dann halt auch direkt auf gutes Gear-Level ziehen. Wenn du 30 bist, du musst ja die World Tier musst ja ohnehin selber noch freischalten dann. Ja, dann freue ich mich mal wieder ein bisschen was mit dir zu spielen. Da geht ja hier gar nicht mehr klar. Den lege ich mir auf rechts. Ja, mal gucken. Okay, ja, den Trash. Den Trash brauchen wir nicht. Oh. Where do we go from here? Na da, kann ich runterschießen. Nee. Das wäre zu cool. Ah, der geht auch nicht auf Rage. Oh, cool. Ja, fast und tough. So ein bisschen Juggernaut-mäßig von Diablo, ne?
Ein bisschen halt wie ein Juggernaut, aber jetzt bin ich hier so im Kreis gelaufen, hätte ich gar nicht gebraucht. Level 7, nice. Oh, Level Up. Level Up ist immer nice. Gern gesehen. Oh. Crit Chance. Und Health Gen. So, komm hier nochmal. Wo will ich hin? Eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen Dodge und... Na, nehmen wir hier mal Beweglichkeit. Aber Beweglichkeit zahlt... ja, okay. Schön gemütlich hier von hier unten wegballern. Ja, dass man von diesen Leichen, die rumgammeln, immer nur weißes Zeug oder Gold kriegt, auch schade. Könnte auch was Schönes drin sein. Zumindest habe ich noch nie was anderes bekommen. So fair muss ich sein. Aber irgendwie im Boden fest, ne? Ja, die Texturen sind im Boden. Studded Leather Epaulette. Oh, da, gut, da habe ich erst eine Schulter an, überhaupt. Ja, der ist nicht blau, da kann man einfach reinhalten. Mit dem Schild. Gut, für den Groschen nicht ehrt, ne? On we go. Ich muss mal unbedingt gerade. Ah, so ist besser. Das Streamdeck mal kurz anpassen. Ja, dann gib mir Geld, das kann ich mehr mit anfangen insgesamt. Ja, der Verbraucher ist schon echt mächtig stark, muss man sagen. Was kommt jetzt hier im Boss? Ne, ist eine Abzweigung, okay. Na, ja, da ist doch, war das nicht ein Blauer? Ja. Oh, der Babybutcher. No way, hat der eine krasse Reichweite, die Sau. Jo, das war's aber. Das heißt, ich nehme jetzt noch Zeug zum Verkaufen wenigstens mit hier. War da noch was? Ein Kistchen, mal Gold drin, komm. Okay. Zenot.
Komm, gib mir viel EP. Da würde ich jetzt mal andere. Achso, einen Ring kriege ich sowieso. Dann nehme ich einen zweiten Ring dabei. Zack. Ja, 4 Stats sind immer besser. Es lohnt sich einfach gar nicht, ist einfach viel zu teuer. Ne? Nö, das lohnt sich gar nicht. Jetzt haben wir jetzt hier Waffen, Toxic Damage, Elemental Damage. Ja, die beiden Knarren wären dann halt super. Beispiel zum Beispiel. Ja, und schon geht's weiter. Not enough rage, echt? Oh, der Skill macht natürlich jetzt mal deutlich mehr Schaden plötzlich. Ein Level up und schon ist hier Bangerang, weil slow the hordes advance. Okay. Also töten. Hier kommt der Equilibrium, Junge. Rülpsmaschine hier. Das sehe ich ja gar nicht klar. Achso, er ist zu seinen Bullies gelaufen hier. Alter. Junge. So. Ich bin mal gespannt, wie, ob es einen fetten Patch gibt dann noch Freitag. Ich habe jetzt gar nicht mehr reingeschaut ins Division Lock quasi, ob mal ein Patch kommt. Ich würde es jetzt vermuten. Boah, dann können wir endlich WT5 500er Zeug farmen. Und endlich Sets zusammenstellen. Ich bleibe auch beim Demolisher. Für WT5. Survivalist würde ich mir nochmal angucken, wenn man den im Raid denn braucht, aber Stand heute wird halt alles outdamaged, von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen für Division. Ich denke, das wird einfach toll werden. Das wird einfach toll werden. Und ich spiele das Spiel jetzt momentan nur, um mir den Spaß nicht zu verderben, jetzt von WT5, weil ich bin 4,58 und es macht einfach keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie noch Zeug grinde, wenn jetzt am Freitag wieder Item Reset ist. Das ist einfach Quatsch. Das ist absolut verschwendete Zeit. Oh, eingefroren, fein. Aber die einzige Chance ist mir noch zu klein. Das bin ich noch nicht zufrieden. Aber was erwartet man von Low-Level-Nup hier? Nichts. Exakt. Das Coole ist, ey, mit dem Spiel vergeht die Spielzeit doch ungemein schnell. Jetzt haben wir es schon 8. Das ist einfach so fein. Richtig fein.
Ich habe überlegt, Controller wäre ja eigentlich cool, ne? Mit dem Controller das Spiel zu spielen, finde ich, weil man braucht jetzt nicht so ewig viel Aim Skill und was der Geier was. Das ist halt alles Quatsch. No, Skills mal upgraden. Skirmish Bow kann man sich ja mal angucken. Den Ruby Ring auch. 5 bis 11, ja, ist normal. Boah, ne. So fein, so auf, ich bin es gar nicht gewohnt, so auf Range zu killen, das ist einfach toll. Ich hab sonst einfach, eigentlich spiele ich so wie immer Melee. Bam, 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 bam. Equilibrium, Bitches. Doppelbam mit Upgrade. Rage per Strike, Hältchen, ja, das kann man nehmen. Ja, das kann man nehmen. Aber wir müssen nochmal hier. Zack. Einmal hier rüber. Ja, wo wollte ich hin? Toughness, Attack Speed ist nice in die Richtung. Jetzt Material Damage, Attack Damage. Kommt natürlich ein bisschen Dodge, wenn auch fein. Agility ist eigentlich auch gut. Aber hier gab es auch noch 5% Dodge und Max Health. Die 5% Dodge würde ich gerne mitnehmen. Ja. Duck. Das war doch jetzt keiner von den Bossen, oder? Spellcast, da brauche ich nicht. Ist der gleiche Scheiß, so. Ne, ne, das war kein Boss. Fire in the hole! Ah, ich will die Skills jetzt gleich mal anpassen. Direkt. So, zup, zup. Da haben wir denn noch einen Handschuh. Spellcasting-Handschuh brauchen wir nicht. Ach, Skills wollte ich anpassen. Mann! Vergesslichkeit eines alten Mannes. Oh nee, ein Alpha-Saphir.
Die sind so ätzend. Oh, Bananen. Nein! Hold space for second wind. Ja, Mann, natürlich will ich second wind haben. War ja nur 2-3 Schuss. Ja, Scheibenkleister. Speed, Giraffe weg. Okay. Report, alles klar. Town Portal, raus hier. Ja, Quests abgeben gibt einfach so viel, so viel EP. Lohnt sich jetzt gar nicht herum zu geiern. Den brauchen wir nicht. Aber die Questbelohnungen sind schon ziemlich kotig, ne? Nein, nehme ich mal die Weißen hier noch ausnahmsweise, weil wir nur noch mehr Shit annehmen. So. Tong. Ja, der Kenjinu ist leider nicht da. Die Scheiße kann ich auch verkaufen, braucht auch kein Mensch. So. Low-Level Crap hier. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Damage. Hier hätte ich gerne mehr Damage, den finde ich gut. Richtig fein, den geben wir mal richtig Wein rein. Hohe Rage-Kosten, okay. Ah, das ist aber okay, den können wir jetzt gleich auf 3 nehmen. Den will ich aber auch mal kurz ein bisschen leveln. Gut, das hat eine S. Zap, zap. Phantom Blades, was haben wir denn da? Increased Damage und Reduced Reload Times for Charges. Damage. Da machen wir jetzt einfach alles, auch wenn wir es nicht benutzen. Wings of Ash, den mache ich auch nicht an. Increased Damage, also. Ja, fein. Weiter geht's. Accept Quest. Rein in die Olga. Jetzt haben wir auf 3 nochmal. Also okay, jetzt haben wir auf 3 mal ein Rage Skill. Hallo, gibt es schon Gilden-Engie oder irgendwas, das sich als ein Multiplayer-Spiel anfühlt? Ersteres nicht. Multiplayer nur, wenn du mit Kumpels aktiv spielst. Also das ist in Summe ein bisschen weniger Inhalt als in der Alpha. Ein bisschen was ist rausgeflogen. Die testen jetzt Endgame-Stabilität. Ja, ich glaube, so haben sie es bezeichnet, Endgame-Stabilität, also Grind. Wie geht's rum? Wie passt das Loot zusammen? Clans oder sowas gibt's alles nicht. Du kannst aber halt Private Lobbys aufmachen mit deinen Kumpels zocken. Das geht wohl. Das ist zurzeit nichts für mich. Ja, wenn du das suchst, dann definitiv nicht. Nein. Auch nicht für 30 Euro. Ich finde 30 Euro für den Status des Spiels aktuell zu viel. So, als die Diablo-Ersatz-Übergangs-Division-Spiel ist es momentan geil. Ist auch mehr Grind als sonst was aktuell. Nee. Na, nee. Da hat man den Grim Dawn ja auch schon als Singleplayer. Ja. Also es ist, ja, es schimpft sich Beta, keine Ahnung. Also ich habe keine Abstürze. Ich hatte mal so ein bisschen, wir hatten letzte Tage mal einen Glitch, dass wir nicht ordentlich in die
das Level abschließen konnten. Ja, meine Güte, kann mal passieren. Ansonsten läuft es halt stabil, aber wer auf der Suche nach einem vollwertigen Hack'n'Slay ist, vielleicht schon mit Clan oder vernünftigen Gruppen. Wobei Gruppen, wie gesagt, geht ja, aber sowas Richtung Clan oder richtig gutes Multiplayer-Gefühl. Nein, es gibt ja noch nicht alle Skills auch, ne, wie du unten siehst, ist 5 und 6 hier noch belegt. Also geblockt. Ist halt Beta. Ich würde es jetzt auch als Early Beta bezeichnen, mir macht Spaß. Path of Exile ist mir zu komplex, da immer einen Guide durchzulesen, um einen Charakter zu spielen. Das ist Diablo halt besser, aber die Community ist relativ klein. Community von Diablo ist nicht klein. Also wenn ich hier Diablo beispielsweise, also ich bin Diablo-Konsolenspieler, wenn ich hier Diablo auf der Switch spiele, da ist hier aber auch immer was los, du. Also, mit Spieler brauche ich ja nicht suchen. Ich kann jetzt nur für die Switch sprechen. Am PC habe ich es eine Zeit gespielt, auf der Playstation gab es auch keine Probleme. Ich glaube aber auch nicht, dass das hier viel anders sein wird. Also so richtig clanmäßig, weiß ich nicht, ob es das geben wird. Wenn ich eine Gruppe so auf Level 40 oder 60 findet, dann nie ein Spiel. Wo spielst du denn? Konsole oder PC? Ah, PC vermutlich, ne? Ja, Diablo am PC ist natürlich. Die alle Leute sind innerhalb von ein paar Stunden Max-Level, ne? Also, ich denke mal, alles unter Tom mit 10, das ist tatsächlich problematisch. Weil alle relativ schnell gemaxt sind. Ja. Da hast du aber auch. Also wenn ich nicht jetzt gerade mit der Community hier spiele im Stream oder so. Naja. Alles unter Max-Level schon mal gar nicht. Und dann. Die spielen alle sehr schnell Torment. Ja, okay. Die Community ist aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Für Diablo. Diese Season jetzt hat mir halt nicht so viel gegeben, als dass ich sie wirklich sehr intensiv hätte spielen wollen. Das ging aber auch meinen Stammmitspielern aus dem Stream so. Die nächste Season spricht mich eigentlich auch so gar nicht an, tatsächlich irgendwie. Ja, mit Diablo ist halt der Held, ne? Ich bemerke es halt beim Einloggen, logge mich ein, dann steht direkt ein Spieler im allgemeinen Chat. das ist so extrem, das dürfte am PC aber auch nicht sein, da wird schon viel gespielt. Aber halt. Also 40, 60, nein, muss Max-Level. In den Torments, da ist eigentlich viel los, da findest du eigentlich immer Gruppen. Conquer the Flesh, wo ist denn das hier? Ja, im kleinen Endgame. Ansonsten musst du Leute in Streams beispielsweise suchen. Wobei ich spiele jetzt ja leider nicht am PC. Dann wärst du hier dann zum Beispiel auch gut dabei gewesen. Vielleicht ein paar Streamer suchen oder so. Aber auch die bewegen sich halt nicht. Also, keine Ahnung, wie lange habe ich gebraucht bis Stufe 70? Eine Stunde, anderthalb. Und dann spielst du oben und da wird halt gespielt. Meine Frage wäre ja eher, warum suchst du auf 40 und 60 Gruppen? Spielst du so wenig? Also, no offense, ne? Aber spielst du so wenig, dass du so lang länger zum Leveln brauchst? Was haben wir, ich brauche, also, wenn die Season komplett neu anfängt. Hab's auch auf der Switch. Ach so, ja, siehst du, auf der Switch. Hätte lieber einen Chat dabei. Ja, auf der Switch werde ich vermutlich die neue Season auch spielen. Wir hängen dann immer im Discord rum. Ja. Tatsächlich. Switch hat ganz gute Community, muss ich sagen, was das angeht. Oh. Also da bin ich hier auch nicht, um Mitspieler, also habe ich kein Problem, Mitspieler zu finden, jetzt hier im Stream auch tatsächlich. Es sind immer genug Leute, die Bock drauf haben, mal wieder mitzuspielen, auch beim Leveln tatsächlich. Ich mache auch schon mal
Level Runs oder so. Wenn wir dann schon Max Level sind, dann ziehen wir mal irgendwie einen schnell auf 70. Dauert dann irgendwie eine Viertelstunde oder so, ne? Dass man dann ins Endgame starten kann. Machen wir auch schon mal, wenn einer rerollt oder so. Haben wir viel gemacht hier, haben wir wirklich viel gemacht. Jetzt momentan suchte ich halt eigentlich Division und bin jetzt hier so in Anführungsstrichen gelandet, so als Übergang für den fetten Patch am Freitag. Weiter geht's dann halt ins Max-Tier, das heißt dann endlich Endgame und Grind anfangen. Also wenn du dir, also wenn du gerne was suchst oder was suchst, meistens um auch ein bisschen zu quatschen, musst du irgendwie gucken, dass du nebenher Discord ans Laufen kriegst. Dann bist du eigentlich gut dabei eigentlich. Die meisten nutzen tatsächlich Discord. Ich nutze halt auch Discord, da hängen wir auch abends immer schon mal rum und beim Switch spielen, ne, dann muss man ja nicht viel Taktik spielen. Also zumindest nicht dramatisch viel, aber dann macht es einfach mehr Spaß, wenn man dabei quatschen kann. Ausflippen, wenn gute Items droppen und so. Meistens bei den anderen, ich bin irgendwie echt total der Non-Lacker. Anti-Lacker quasi. Hat es auf der PS4 aber online zu viel gehackte Items? Ja. Das auf der Switch leider auch. Auf der Switch leider auch zu viel gehackt. Xbox, keine Ahnung, wie es da ist mit dem Hack, das nervt auf jeden Fall. Hatte mich als AFK jemand, der joint ist. Ja, okay. Ja, das ist okay. Da bist du auf der Switch, gibt es leider auch Hacker. Ohne Ende. Ja, nicht ohne Ende, aber Hacker so, dass es mir die Season kaputt gemacht hat. Und ich hatte, da war halt direkt einer auf Platz 1. Und da brauchst du gar nicht mehr groß Season spielen. Das ist richtig. Da muss ich sagen, ist deswegen habe ich da nicht mehr so einen Fokus auf Diablo, auch nicht mehr für den Stream gehabt, leider. Wir haben uns dann irgendwann gesagt, boah, das ist so Abfuck, weil die ganzen dämlichen Hacker-Kiddies nenne ich sie jetzt mal, ja. Das ist fein, dass die das machen, aber nicht, wenn es um Online-Lobbys geht und um das Ätzen. Auf der PS4 hatte ich das, in Anführungsstrichen, schlimmste Erlebnis. Ich glaube, mit Season 11 gab es das erste Mal, die Season auf der PlayStation. Also mit der ersten Season auf der PlayStation, Season gespielt, schön gezockt und join irgendwann in ein Spiel rein und bin sofort Paragon 5000 noch was. Weiß nicht, was da passiert ist. Find's halt schade, dass das Spiel sehr lange draußen ist. Wir hatten gute Hack-Erfahrungen gemacht. Schade, dass es auf der Switch auch so ist. Ja, weil weder Blizzard noch Nintendo da. Wobei, es ist ein Blizzard-Ding letztendlich. Blizzard gibt da keine Fax drauf. Dann wird da schon lange gehackt. Das ist ja nichts Neues. Kannst du ein Tutorial runterladen, hast du dann in 5 Minuten alles, was du brauchst. Das ist halt lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das ist auch wirklich doof. Naja, da kann ich das schon verstehen. Da ist aber dann Diablo, glaube ich, in the long run auch einfach das falsche Spiel vielleicht. Also, ich wollte eigentlich die neue Season nochmal spielen, aber irgendwie, weiß nicht, dabei sind die T-Sets ja schon hack genug, wie man da durchschnetzelt. Ja, das eigentlich schon. Ein bisschen Gameplay kann man halt noch rausholen. Toughness, Käsewurst, der ganze Mist hier, schrottiges Loot. Ja, hast du vollkommen recht. Das ist schade, Diablo ist, was das angeht, kaputt. Ziemlich kaputt, ziemlich broke. Wie gesagt, der Hacker, der war am ersten Tag, war direkt ein Hacker drin, der hatte direkt einen Greater Rift 115 in der Minute geklärt. Hatte alle Items auf Primal gerollt und so, das ist halt einfach lächerlich. Naja. Das ist wirklich traurig, das ist schade, aber das ist Blizzard schuld. Ne? Ich glaube, es gibt doch genug Foreneinträge, die geben einfach keine Fax da drauf. Oder sagen wir so, es kommt zumindest so rüber, als würden sie keine Fax drauf geben, weil es Hacker gibt's da immer.
Und man kann die Spiele ja sicher machen. Jetzt nicht so, als gäbe es keine Möglichkeit, die ordentlich sicher zu machen. Huh! What just happened? Ja, ich meine, Blizzard hat sich keine Freunde gemacht mit ihrem Mobile Diablo, obschon ich auch das streamen werde. Frage ist halt, wie lang, aber streamen werde ich es auf jeden Fall mal. Oh, warte. Da ist die Community schon hart, ne? Muss man sagen. Jeder sagt, Path of Exile sei so gut, aber diese riesen geilen Schränke. Ja, Path of Exile ist awesome. Wirklich awesome. Ich habe auch schon viele Stunden dran versenkt. Bei Diablo spielt man, wenn man will, wenn man es im Endgame Sets guckt. Blablabla. Zusammengewürfelt, halt entspannter. Ja, ist richtig. Auch richtig. Diablo ist halt ganz klassisch Hack and Slay und das Path of Exile hat einen sehr, sehr hohen Rollenspielanteil. Und das hier ist irgendwie genau in der Mitte hier. Dieses Game. Ich finde hier, Vulcan ist genau in der Mitte. Das hat so viel Rollenspielanteil, so viel RPG-Anteil, sag ich mal. Wenn du hier die Skills hier anguckst, kannst du ein bisschen Zeug vergeben, was wir jetzt auch nochmal machen müssen. Ich gebe dringend erstmal auf 100 hier. Dann hast du hier den Skilltree, das ist sehr dynamisch alles. Das ist sehr schön gemacht. Wirklich sehr, sehr fein gemacht. So, wir könnten auf Life Leech gehen, Rage Gen oder hier einfach auf. Ja, da wollen wir hin, hier, da unten wollen wir hin, okay. Dann muss ich aber auf die Toughness oder ich. Die Toughness will ich eigentlich nicht. Ich könnte den aber hier drehen, den Ring hier zum Beispiel, ne? Dann kann ich jetzt hier direkt auf Attack Speed gehen. Dankeschön, Grüße gehen raus an den, der das erfunden hat. Wolken ist irgendwie genau mittendrin. War halt nur sehr, sehr lange Alpha. Und man weiß nicht, wann das mal released wird mit allem drum und dran. Weil man kann ja wirklich nur einen super winzigen Bruchteil des Games hier überhaupt zocken. Ne? Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst. Also Path of Exile ist mir in Summe auch ein bisschen zu komplex. Ich finde das richtig gut. Ist mir aber in Summe, um mal eben ein bisschen zu spielen, zu komplex. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ein bisschen was chillen. Aber es macht auch Spaß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also. Aber man muss sich damit beschäftigen. Nicht wie Diablo, einfach mal, weißt du, abschalten, Switch an, Couch chill und ein bisschen killen und dann geht's mir besser, ne? Naja. Guck mir Wolken mal genauer an, wenn man den Multiplayer genauer sieht, weil so Hack-and-Slay-Spiele solo anfühlen, davon kennt man genug, wie Torchlight. Oh, Torchlight, da freue ich mich so mega drauf. Torchlight. Das wird so gut. Du hast hier super schnelles Matchmaking, ne? Also ich bin jetzt halt in einem Private Game, deswegen. Ich habe keinen Bock, hatte jetzt keinen Bock, mit wem anders zu spielen. Gibt genug Mittelweg zwischen Diablo und PvE. Machen den Online-Part auch gut, dass man sich zu einer Community dazugehören, wie Gilden, gemeinsame Farmruns. Ja, das wirst du. Ich bin nicht sicher, wie das Spiel hier werden wird, tatsächlich. Müsste man jetzt mal genauer lesen. Ich habe mich da noch nicht genug eingelesen, weil ich es jetzt eigentlich als Übergangsspiel für den nächsten Division-Patch zocke. Aber du kannst hier, wie gesagt, mit Kumpels spielen. Du hast hier super schnell Gruppen. Relativ schnell Gruppen auch. Auch zum Status, wie es jetzt gerade ist. Also, ich nenne es jetzt mal Early Beta. Es ist fein. Muss man sich mal angucken. Das, also, was mich jetzt abschreckt,
Oder abschreckte. Ich habe jetzt, ich hab's ein paar Mal schon gesagt, ich habe den Key halt über die Redaktion bekommen. Über die Gametainment-Redaktion hier. Sind 30 Euro für das, was man hier kriegt, in Summe gerade noch zu viel. So für das, was man jetzt gerade bekommt. Aber das Spiel hat richtig Potenzial, ne? Ne, da wird man nicht viel finden. Ne, wirst du auch nicht. Das ist, Wolken geht den richtigen Weg, wie ich finde. Ja, da ist richtig Potenzial am Start. Wirklich richtig Potenzial. Ja, es wird gesagt, wenn es rauskommt, hat man einen guten Blick gemacht. Das wiederum stimmt. Also für die Vollversion 30 Euro ist lächerlich dann. Also für das, was alles kommt. Ne? Also du kannst ja jetzt... Das sind ja nur Bruchteile, die du hier ankratzt. Alpha war... Bisschen mehr Story, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier ist jetzt... Geht's einfach mehr ins Endgame rein. Also die wollen halt Endgame testen. Ne, also Loot Drops, Drop-Häufigkeit, Konsistenz, der Server etc. Also das wird halt jetzt alles getestet. Ich habe richtig Bock, das Spiel zu spielen, muss ich sagen. Und das als Division-Fanboy, der Division spielen will. So quasi so Wutz, also Wolken ist bei mir, dafür habe ich jetzt auch extra mal ein hübsch schickes Overlay gebaut, was ein bisschen besser passt. Mit eigenen Alerts und so. Das hat es einfach bedient und das lasse ich dann dafür auch stehen. Hat's auf jeden Fall verdient. Also. Aber muss halt auch wirklich sagen, das ist für das, was man jetzt kriegt, zu teuer. Später wird es ein guter Deal gewesen sein. Eieiei. So viel zum... Oh, da, den haben wir gedodged. Nice. Aber, oh, den hab ich auch gedodged. Okay. Boah, Junge, was hält der denn alles aus? Ist ja abartig. Der macht so viel Damage, Junge. Und ich so wenig. Kaitchen ist das ganze Level hier. Shit. Story interessiert mich grundsätzlich nicht in diesen Genres. Mich auch nicht. Aber sie ist da. Aber die Story. Aber ich muss jetzt mal kurz den Typ erstmal loswerden. Alter, der ist ja völlig overpowered hier. Alter Verwalter. Ja, okay, okay. Ja, Second Wind will ich noch einen Token. Der ist heftig. Geht's dir sonst gut, Bruder im Geist hier? Just die. Gameplay-Sets, Langzeitmotivation, faire Loot-Drops. Das wird's hier mit Sicherheit geben. Dafür testen sie ja jetzt gerade hier in diesem Status des Games halt, wie das mit Drops und Endgame funktioniert. Ja. Story interessiert mich auch nicht so sehr, muss ich gestehen. In dem Genre schon gar nicht. Aber sie ist da. Das heißt, wer die braucht... Wird gut bedient. Okay, der Rest kann, glaube ich. Weg, ja. Da wirst du, glaube ich, hier finden. Und das muss man sagen.
das, was ein Kumpel, der normalerweise auch eigentlich immer hier ist, die Sau, der berichtet auch, dass er ein gutes Gefühl hat. Und das ist fein. Ach, das müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Der Skill muss hoch. Oh, okay. Muss den Rest schon wieder sparen. Mich interessiert auch die ganze Story nicht. Das ist alles für die Fans. Aber die hätte man hier halt. Das finde ich halt auch gut. Aber alles das, was du sonst ansprichst, davon kann man ausgehen, dass das kommt. Aber das ist ja, wie gesagt, jetzt schon. Ich finde die Drops auch relativ cool. Es ist noch ein bisschen komisch gebalanced. Keine Ahnung, du kriegst auf Max Level 20, kriegst du ein Level 20 Item. Das hat dann Stat X, Stat Y, Stat Z. Dann kriegst du in den höheren Tiers ein Stufe 24 Item. Und das muss nicht zwingend bessere Stats haben, sondern teilweise gleich oder ein bisschen schlechter. Das ist gerade ein bisschen komisch hier. Aber das ist ja was. Darum machen sie diese Tests ja hier. Das finde ich schon komisch. Tatsächlich. Aber sonst muss man sagen, es ist eigentlich ganz fein gemacht. Was war das? S. Reduced Rage Cost. Increased Damage. Nein, danke. Aber der Feilregen hat noch was. Adds Fire Damage. Doch, den nehmen wir mit. Gut, was bin ich jetzt eigentlich für ein St Oh, wieder da. Ja, ich brauche noch ein bisschen Resistance, muss ich halt schon mal haben. Ja, so, zack. Zack. So, und jetzt kann man hier. Mal Movement Speed ist natürlich nicht so geil, aber ich will hier hin. Ne, da will ich nicht hin. Ah ja, hier so, da wollen wir hin. Hier. Oh ja, und Knockback Target, geil. Genau das, was ich mir eben gewünscht hatte. Gehen wir hier rein. Also jetzt ist das ist natürlich relativ langweilig, aber eigentlich ist es genau das, was ich will. Kurze Laufwege, also quasi gar keine. Schnell die Quests machen. Fertig aus. Das, was ich will. Ich muss keinen. Ich muss nicht durch die Weltgeschichte laufen, um eine Quest abzugeben. Da hab ich keine Lust drauf. Aber das ist ja genau das, was du meinst. Ja. Increased Damage over Range dann noch rein. Ah, fein, ja. Eine stärkere Pistole wäre auch schön. So langsamer, sonst würde ich mir vielleicht gleich mal eine kaufen, einfach, dass man auch schneller durchkommt. Ah, wunderschön. Mit dem Melee war das ja alles deutlich schwieriger. Jetzt kann man schön auf Range alles wegnuken. Teilweise kriegen sie gar nichts mit. Und ich gehe halt Full Dodge. Also, was heißt Full Dodge, aber auf einen hohen Dodge-Wert. Alles das, was ich ausweiche, ist gut. Okay. Ach, das ist so ein Rölps-Yogi. Ja, den mag ich ja gar nicht. Beta, wie heißt der? Beta Screecher. Hat nichts mit dem Status des Spiels zu tun, höchstwahrscheinlich. Hä?
Sind die gar nicht agro-social? Oh, hat das getan. Oh, okay. Woanders hingeguckt als geschossen, die Sau. Just die. Platz weg. Kein Loot. Lucy. An? Tja, wieso kann ich ja nicht durchgehen? So, je nachdem, was das für ein Boss ist, ja, wird er wahrscheinlich ein ähnlicher. Das ist auch so ein. Oh ne, das ist ein Alpha. Das ist echt. Boah, die sind ätzend. Ich schieße mich einfach über die ganze Scheiß-Map. Der verseucht einfach alles, so ein bisschen Trash noch. Was ist Maria und Josef? Jo, okay, der springt immer bis zu mir, I see that. Ja, okay. Der hat ja eine elende Reichweite. Jo, noch ein Beta-Splitter dabei. Geil. Wenn's denn sonst nichts ist. Bitter nervt, ey. Oh Mann. Der kann da auch nicht durch. Gut, dann aber jetzt gewonnen. Sauars. Was haben wir denn hier? Man kann eigentlich mal alles mitnehmen. Die Taschen sind sowieso nicht wirklich voll immer. Stop the colonization. ja, das war alles so crap. Jetzt hier aber auch mal alles weg, dann kann man das gleich verkaufen. Weil der Alpha war jetzt schon echt ein bisschen nervig. Was heißt nervig? Da musste man jetzt tatsächlich mal ein bisschen aufpassen. Bitter Spitter wieder. Ja, komm raus, Junge.
War X, das ist genau das Richtige für einen Sharpshooter. Finde ich eigentlich schon 10. 10. Ja, okay. Klasse, gefällt mir richtig fein. Klappt das? Hat geklappt. Ah, das ist noch ein Boss, das ist bestimmt wieder so ein blöder Alpha. Na, ah, okay, dann lassen wir uns den mal stehen. Guck mal, das heißt ein bisschen, dass da nicht noch mehr Trash kommt dann. Agility? Gerne. Den Trash noch gerade ziehen hier. Haben wir noch eine Heilkugel übrig? Da hinten lag noch eine Heilkugel. Oh, hier noch. Da kommt mal raus, Jungs. Omega, sogar die Betas sind ja noch irgendwie okay. Ja, das wird jetzt ja wieder ein Alpha sein. Kann jetzt zumindest hier entlang kalten. Ah, so ein Beta-Spawner, okay. Dann geht's. Trotzdem in diese Richtung hier lieber. Okay, der ist nicht ganz so dramatisch, der Spawner spawnt halt. Trash ist ja relativ schnell platt, dann kann man immer noch genug Damage auf ihn machen. Oh. Check Star. Ach, okay. Oh, da ist ja noch mehr. Gerade erst gesehen. Und Spawner. Ja, den Spawner braucht man eigentlich nichts machen, außer reinzuhalten. Das ist dann halt ja auch okay. Ja, nicht so dramatisch. Nein. Jetzt ist die Frage, was kriegen wir jetzt hier für den Gegner? Zwei scheint es noch zu sein, waren zumindest zwei Pfeile gerade. Spitter. Also jetzt hatten wir, okay, da haben wir noch schon mal einen Health Globe auf jeden Fall, gucken wir mal. Spitter hatten wir, Spawner hatten wir, ne, Spitter hatten wir noch nicht in Alpha. So, der Elite steht aber jetzt auch hier drin. Was haben wir? Ah, Beta-Spitter, halt so wild.
Rülpsdohle. Screecher, okay. Du bist jetzt die Rülpsdohle, mein Freund. Jetzt vielleicht die Brust mal austauschen müssen? Nö. Da sind so viele Perks drauf. Was haben wir denn hier? Melee. Verkaufen dann. Okay. Ach, ein Alpha Saphir, aber kein blauer. Macht es nicht weniger schmerzhaft. Dark Iron Pistol. Das klingt doch gut. Ja, so oder so ist blau, hat mehr Perks. Ja, fein, neue Knarre, kommt immer gut. Naja, aber zumindest noch das Item Level ist der gleiche Quatsch. Da müssen wir noch wen killen hier. Gehen wir mal kurz verkaufen. Vielleicht gibt es eine Waffe zu kaufen. Ich sage mal einen schönen guten Abend in den Stream. Willkommen zum Röntgen Wolken. Na ja, erstmal zu ihm hier. Piu piu. Ja, den benutze ich eigentlich am meisten. Da geht jetzt mal rein. Und hier können wir auch noch was reinmachen. So, der Rest wird verkauft. Hat er denn eine Knarre? Nö, hat er nicht. Sorcerer, na ne. Müsste schon was Feines sein. Topas Ring, ja, auch da kriegen wir. Das ist okay. Waffe wäre jetzt schön gewesen. Okay. Da kann man wieder alles einpacken, ein bisschen Geld mitnehmen. So, war der jetzt hier? Ne, ist der nächste. Beta Spawner Golden. Ja, der ist schon ein bisschen härter, ja. Fire Hole, Junge. Ah, fein, gab noch ein Update. Update, ja, Level Up. Gab ein Update. Die Punkte Dodge, Attack, Speed. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen hier auf. Hier rein. Zup, zup. Wat? Goldstone Amulet. Toughness Health, ja, blau, fein. So, da oben ist The Geishna. Räumen wir mal frei. Gibt nix. Ein bisschen. Ist halt Trash. Ich
ich will nicht von hinten. Das ist eigentlich nur ein Spawner. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht von hinten wieder vom Spawner genutzt werden. So gut. Ja. Peter Spitter, das geht auch. Oh. Battle Boots, da könnte ja tatsächlich noch mal ein bisschen besser sein als der Quatsch, den ich hab. Da kann man mal nehmen. Und das war jetzt hoffentlich der letzte, oder? Ah, ich muss ja auch noch das Passiv geben. Sehe ich gerade, kommen wir nochmal. Da geht ja dann nochmal was. So. Projectile Pierce every time. Boah, geil. Ich wollte zwar auch auf den erhöhten Range Damage, aber Pierce Damage ist natürlich. Ha! Beziehungsweise Pierce generell ist natürlich super. Schlitz dich auf, du Sau. Mehr Damage für alle. Wieder so eine Rülpsdohle. Jetzt hat sich der Pierce schon gelohnt, weil. Ja, also Beta-Spawner Gold. Die Spawner machen halt nicht viel, da kann man einfach. Einfach reinhalten in die Olga, ja, passiert gar nichts. Battle Boots, The Bar. 4 Health, 9 Elemental, ja, 4 Health. 4 und Move, ein bisschen mehr Movement Speed und ne, das nehmen wir noch besser. Also schöner. Und der Rest ist Crap. Was haben wir denn? Oh, 10 von 9. Nice. Oh. Hallo. Ja, ich bin schon fertig. Okay. Das war tatsächlich der letzte, wie vermutet. Oh, die Gegnergruppe noch gerade kaputt. Na, okay. Quest abgeben. Gucken, wie viel EP das gibt. Ich hoffe, ein bisschen mehr. Wäre schon fein. Quest, Brudi. Schwert. Ja, super. Nämlich doch ein Dagger. Was scheiße. Boah, das waren sehr wenig EP. Das war ja schon lächerlich. Der war ja schon am Rande von lächerlich. Das ist halt sehr viel Scheiß. Braucht ja kein Mensch. Biet mal was an hier. Eine güldene Pistole. Die kann man relativ lang benutzen. Aufgrund der Masse der Perks. Der Frost-Damage. Das ist halt geil. Frost und Fire added to attacks. Ach, schön. Oh, Utility Belt. Tja, den gönne ich mir jetzt aber, bitte. Danke.
Ja, gib nur eins von deinen nutzlosen Quests, Junge. 15 kann man dann, 15 war es, ne? 15 kann man dann endlich die Expeditions machen. Don't fuck with the fucker. Nehmen wir mal wieder alles mit. Kann schön verkaufen. Expeditions haben halt auch mehr Loot. Wobei die End of Activity Belohnungen sind halt auch lächerlich. Tatsächlich, finde ich. Es droppt halt deutlich mehr. Das ist, was wir brauchen. Die halten was aus, diese Säcke. Mehr Schweine! Mehr Schinken. So, von den Gegnern will ich lieber nicht so viele, die nerven. Das Quest hat eben wirklich wenig Belohnung gegeben. Ungewöhnlich wenig, wie ich finde. Zapper. Granaten-Yogi. You must die. I alone am best. Ach, Gladius. Toll. Wie ich das nicht brauche. Die Auto-Attacks sind halt schon fett. Mit einer vernünftigen Waffe noch, die Auto-Attacks noch ein bisschen mehr. Elementarschaden zum Beispiel machen. Oder alleine zwei von den gelben Waffen jetzt zum Beispiel wäre schon cool. Aber jetzt habe ich hier. Jetzt haben wir die Stufe 11 Item gekriegt. Das ergibt sich mir nicht. Ja, nehme ich aber hier rein. Die Item Rolls sind tatsächlich noch ein bisschen seltsam. Das war das Wort, was ich suchte vorhin. Die Rolls finde ich ein bisschen sick. Die sind irgendwie broke. Als hatte ich einen schlechteren Roll auf einem zwei Stufen höheren Item. Das hat so Anthem-Gefühl. Kriegst du was und dann kannst du es einfach in die Tonne ballern. Ja, gelbes Zeug kannst du eigentlich relativ lange bis Max-Level fast anziehen. Allein aufgrund der Affixe. Oh ne, da ist wieder so einer hier. So ätzend.
Ich hatte so schnell wieder aus dem Eis raus. Die Sau. Und okay, dafür ist er ja quasi hier auch der Boss. Aber jetzt zieht er ihm echt die Schuhe aus, die Sau. Boah. Das wird aber jetzt eng. Er ist nicht umsonst ein Sadist, aber... Ja, komm, nochmal einfrieren, jetzt voll hier, voll raus. Da. Aber einen habe ich noch, jetzt ist er da. Oh, Moment, das war jetzt nur einer von wie vielen? Scheiße. Curses a target increasing. Ah, danke. Das ist gut. Wenn da jetzt aber noch mehr von den Jungs kommen, was die Questbeschreibung vermuten lässt, dann wird das problematisches Ding. Werde ich das most likely nicht schaffen, dieses Quest. Vanquish the Zadist Thugs, Plural. Tatsache. Der ist ziemlich overpowered, dieser Typ. Wo wir können ihn zumindest jetzt dotten, das ist ja schon mal etwas. Aber ich habe jetzt gerade 3 Tokens verbraucht bei dem. Jo, und der ist jetzt auch noch. Ja, jo, RIP. Oh, shit. Der nimmt noch viel weniger Damage, ey. Dodge doch, du Sau! Habe ich nicht das Geist. Geil! Ja, 3 oder 4 Typen davon. Zum Glückwunsch. Welches Level bin ich denn? Oh, immer noch 11.
Ah, mit der Reload, da habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem gerade. Das ist okay. Das ist jetzt das gleiche Quest, over and over again. Oh, die sind auch random. Oh ja, das ist gut, denn das Quest gerade war. Pain de la popo. Freeze Damage ist halt super, also Frost Damage, und das ist schon ein relativ geringer prozentualer Anteil. Das heißt, wenn der auf einer guten Waffe höher ist, kannst du ja quasi Dauerfreezen. Nochmal aufpassen. Agility, ja, und. Wow, da habe ich Crap drin, okay. Also mega Crap. Okay. Study and survive. Nee. So, wo möchte ich jetzt hier noch hin? Projectile Speed, Pierce Range, Projectile Critical Hit Chance. Pro. 5% flat plus 1 target pierced. Ein Projektil mehr, aber 25%. Safe from afar ist eigentlich natürlich nice. Wobei ich hier flat 5% reingehe. Ich gehe erstmal durch flat 5% Projektil. Projectile Damage. Sonst geht's ihm gut. Kann ich verarschen. So viel Burst krieg ich ja gar nicht raus, dass ich. Okay. Wow. Der war frech. Da krieg ich mal einen Health Globe oder so. Wäre schon sehr edel, muss ich sagen. Sehr edel, so ein Health Globe. Das ist noch so ein Tormentor, aber in Blau diesmal. Yo, das geht over range. Wie, das ist ja super unbalanced. Wie soll ich denn so viel Schaden rauskriegen? Ach, das ist so viel Schaden, krieg ich ja gar nicht raus. Okay, wie kann ich denn die spellen? Kann ich da irgendwie gegen spellen? Lächerlich. Dieser Gegner ist lächerlich. White Trash. Oh, geschafft. Nice. Grazie.
Ich, also. Das ist doch lächerlich. Wie soll ich den denn outdamagen, wenn er sich an mir nähert? Und zwar irgendwie gefühlt exponentiell zum Schaden, den ich mache. Und auch overrange. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Hodor-Koboldor hier? Das geht ja gar nicht klar. Da kannst du gar nicht weglaufen. Wenn du einmal drin bist, bist du im Sack. Fuck off. Das ist doch lächerlich, dieser Gegner. Komm, jetzt ist noch einer von, ne? Oh Mann, guck mal, wie lange man davon Schaden kriegt. Ist ja lächerlich. Das. Guck mal, immer noch. Das ist ja super lächerlich. Also ich kann nicht mal sinnvoll weglaufen. Was ist das für ein Scheißgegner? Nö, give up. Die Quest habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Hä? Ich habe nur give up geklickt. Das war nicht mal der Boss. Das ist auch so ein Obliterate-Scheiß hier, Hure. Also das Level davor war schon scheiße und das gefällt mir jetzt auch. Also diese Dinger sind, das ist ja der letzte Code hier. Da muss ich noch einen von killen, ja. Warum gib mir einen Health Globe, wie wär's? Ihr wollt mir keinen Elfclub geben. They don't like me. Oh, jetzt ist er nicht down gegangen. Ist ja ultra lächerlich hier, die Typen. Okay, wenigstens hat er mal einen Health Globe gespawnt. So, da ist jetzt aber noch mindestens einer. Das ist lächerlich. Das sind zu lächerlich, diese Gegner. Gun. Nee, Alter, ey. Das tickt weiter?
Jetzt riech ich mich gerade auf. Das tickt halt knallhart weiter für immer. Lächerlich. Also waren jetzt zwei Quests hintereinander, die waren echt lächerlich. Hä, wo ist denn das Ding, was ich gerade gelernt habe? Morgen mache ich die drei Strongholds, dann dürft ihr mit der Story durch sein. Ja. Ja. Also eins, zwei und dann noch ein Final-Stronghold. Ne? Also es gibt nach allen Strongholds gibt es nochmal einen. Ganz im Osten. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ja, das finde ich jetzt richtig kacke hier gerade. Also wenn du denkst, du bist durch die Story durch, musst du halt die letzte noch machen. Diese Abschlussmission ganz rechts, die wird dir auch nicht wirklich angezeigt, die erzählen dir das. Stimmt aber auch irgendwas nicht. Ich muss mal kurz in den Editor. Portobar, da stimmt was nicht. Follower. Na, ja. Jetzt stimmt's. Aha, ich wollte gerade sagen, der Kammer mit Gustav war doch gestern drin. Nein. Und ich gehe mal Wäsche waschen und aufhängen. Jetzt noch? Meine Güte, bist du fleißig. Mach ich morgen. Also, wenn es wieder so ein Arschquest ist, dann habe ich keinen Bock mehr. Koma. Face the cult of the sleeper. Huch. Ich hab gar nicht gesehen. Ich krieg Hungerchen. Ich glaube, ich habe nichts gegessen. Wow, jetzt habe ich hello schnell alle Mobs. Okay, exercise. Okay. Exercise the brutal sides by ending this factus. Okay. Ich denke, das könnten wir hinkriegen. Ich
Eine bessere zweite Waffe, eine bessere zweite Pistole wäre halt nice, tatsächlich. Also richtig. Ich nehme mal alles mit. Kriege nicht so viel Loot hier im Moment. Na, ja, Baby Butcher. Der Butcher ist ja super lächerlich. Also, er kriegt auf jede Distanz. Du musst also auf jeden Fall aus Range gehen. Also, um die Ecke quasi. Also. Ja, gut, ich halt immer mit. Was? Alter. Wie sagt der White Rich so schön? Das triggert mich. Das ist sehr unbalanced, diese Gegner. Die sind nicht angenehm. Nee, da siehst du dir was hier. Dann haben wir erstmal hier einen Trashback, dass wir einen Kreis laufen können. Kann ich da. Ah, da sind gleich zwei Bosse. Ja, das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Jetzt mindestens noch einer. Ja, der Fluch ist okay, mit dem kriegt man das gut down, aber jetzt gerade ein bisschen blöd, weil es zwei waren wahrscheinlich. Destroy the Soul Devourers. Devourers. Oh Mann. Da gehen wir mal gucken. Aber erstmal müssen wir uns hier noch durchgeilen. Relativ weit rüber. Ja. Komm.
Hallo, Fia. Oh. Goldenes Zeug kannst du eigentlich, wenn du einmal was Goldenes kriegst, kannst du es bis Max-Level anlassen, tatsächlich, glaube ich. Oder du kriegst zwischendurch noch was Neues, Goldenes, tatsächlich. Ja, der Curse ist schon nice hier, Mark of Impurity. Geht schon was. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die finale Aufgabe hier wieder völlig unbalanced ist. Zumindest solo. Bisschen dicker geworden. Sehr fein. Sieht dick aus. Ja, nee. Ziemlich lang diese Quest hier. So, da ist einer. Okay, geben wir uns direkt die Stats mit. So, und hier. Hahaha. Ha, ha. Nochmal 5% Projectile Damage hier rein. Und dann gehe ich erstmal hier, ne? Nochmal flat 5%. Confirm. Wei. Was sind da? Zwei Bosse da oder was? Boah, ne, komm. Der holt dich ja durch alles durch. Das ist ja ätzend. Hätte besser erstmal unten frei gemacht. So. Jo, die holen dich auch um Ecken. Ja, moin. Ja, auf jeden Fall finde ich das super. Die holen dich auch um Ecken, ey. Fickt euch doch alle. Wirklich.
Nee, da habe ich keine Lust mehr. Das ist wirklich so verrückt. Der holt dich halt, die holt dich um Ecken. Und zwar Line of Sight. Ne, hab ich keine Lust mehr. X. Nö. Nö, nö, nö. Okay, die letzten Quests, das war alles scheiße. Jetzt haben wir 9:30, sorry, keine Lust mehr. Also das, nee. Ist eh nicht viel los. Kann ich jetzt mal noch ein bisschen was futtern. Bevor ich jetzt hier völlig... Das ist doch scheiße. Also die hole ich um Ecken. So, ich nehme mal eine Quest an und gehe mal nochmal raus. Ob es dann neue Items gibt. Okay, es ist vielleicht der Punkt dann gekommen, wo man alleine nicht mehr so gut weiterkommt auf dem Level hier. Gucken, gibt es jetzt neue Items? Nee. Okay, das lassen wir mal so stehen. Dann gehe ich noch ein bisschen was essen, ein bisschen Fernsehen gucken. Morgen können wir noch mal ein bisschen Switch spielen. Oder wenn der Kenji nur da ist, zocken wir noch ein bisschen in der Wolken weiter. Ich habe jetzt keine Lust mehr in der Lobby, bis ich jetzt eine Lobby habe und alles. Dafür gehen auch noch mal 10 Minütchen, bis wir jetzt sauber irgendwo drin sind. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Meine Güte, da wirst du echt salzig. Ein bisschen durchwachsen. Aber es ist ein App. Ich vermute jetzt ab dem Level auch nicht mehr so wirklich auf Solo-Play ausgelegt tatsächlich. Naja, ich sag vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Zuschauen, fürs Chatten. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Montags bis Freitags 19 bis 22 Uhr. Samstags variabel, sonntags normalerweise Familientag, aber kann auch ein Stream möglich sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Zockt nicht mehr zu viel. Ne? Schön schlafen, morgen arbeiten. Und Freitag Division World Tier 5 Max Level. Sets Farm, volles Programm, da wird richtig geil. In diesem Sinne, tschö, mit euch.